Hallo ihr Lieben, in diesem Video soll es mal ausführlich um die U23 gehen. Die U23 hat heute auf Platz 11 gespielt um 14 Uhr und hat einen Sieg errungen, einen ganz wichtigen Sieg. Die haben ja vorher eine perfekte Saison gespielt, 30 Spiele, 30 Siege geholt. Das reicht für den Aufstieg jetzt aber nicht. Das reicht für die Meisterschaft in dieser Liga. Aber wenn sie aufsteigen wollen, müssen sie so eine Art Eishockey-Playoff spielen. Das heißt, von drei Spielen müssen die zwei gewinnen. Und da sie heute den ersten Schritt gemacht haben mit den 1 zu 0, sind die gut dabei. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich hatte übrigens auch ein Foto gepostet mit dem Spielbeginn, wo man auch sehen konnte, wie das Stadion aussehen wird oder könnte, wenn Werder jetzt ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Die wollen es hier umbauen, wie das denn auszusehen hätte. Guckt euch das gerne mal an. Findet ihr auf meiner Homepage, auf meiner Seite bei YouTube. Um 14 Uhr ist das wie gesagt angefangen. Wir haben auf Platz 11 gespielt. Die Startaufstellung waren Dudo, Schulz, Kiep, Rocker, Wagner, Poland, Lüpping, Schwarz, Opitz, Santo und Lukawitz. So, Opitz, klar, hat ne, bei den Profis nur drei Spiele gemacht, sondern alles Kurzeinsätze. Der muss ein bisschen Spielpraxis sammeln und der soll da unten helfen. Dudu weiß ich jetzt nicht, ist ja eigentlich Torwart Nummer 3 für die Bundesliga. Ob der unten immer schon bei der U23 gespielt hat, da habe ich jetzt nicht so das Auge drauf gehabt. Da könnt ihr mir gerne in den Kommentaren drunter schreiben, ob das so ist oder ob man den jetzt runtergezogen hat, dass er da jetzt unten helfen soll. Also bei Opitz denke ich auf jeden Fall. Aber Dudu, naja, ich weiß nicht. Dann waren auf der Bank Horsch, Urban, Hock, Heidmann, Lee, Kramt, Eickhoff, Kühn und Imasun. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Die haben quasi in der ersten Halbzeit das 1-0 geschossen gegen Altenau. Ricardo Schwarz hat den Treffer erzielt für die Bremer. Bis dahin war der SVW tonangebend und sehr fokussiert im Spiel. Dann war die U23, hat das Spiel gewonnen. Der Aufstiegsrunde mit 1-0 gegen Altenau. Richard Schwarz erzielte den Siegtreffer, wie gesagt, in der ersten Halbzeit. Zwei Teams aus der Dreiergruppe steigen auf. Der zweite Gegner ist am kommenden Sonntag Todesfelde. Für den Fall, dass es aufgrund von Punkt- und Torgleichheit in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga einen weiteren Parameter zur Entscheidung braucht, gibt es nach den Spielen ein Elfmeterschießen. Die U23 unterlag dabei Altenau 93, verschoss 12, 2 Elfmeter. Okay. Gut, muss ich nicht verstehen. Haben die das vorher gespielt, bevor sie das Spiel gespielt haben? Oder wie verstehe ich das jetzt? Oder nach dem Spiel? Hä? Wenn das Spiel einmal. Also die müssen wahrscheinlich mal das Spiel spielen und dann nochmal Elfmeterschießen. Oder wie verstehe ich das jetzt? Aber das könnt ihr mir gerne erklären. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren drunter. Nach dem heutigen Erfolg kann die U23 bereits am Mittwoch als Aufsteiger feststehen. Denn spielt Altenau gegen Todesfelde 19:30 Uhr. Bei Remis oder einem Sieg von Todesfelde wäre der SV Werder Bremen vorzeitig aufgestiegen. Ach, das klingt doch schon mal gut. Okay, dann gehen wir auch mal weiter. Das ist jetzt die Übersicht der Mannschaft. So, was ich jetzt nicht verstehen kann, man hat da zwei Torhüter, die eigentlich auch vorgesehen sind. Und die haben jetzt alle Spiele gemacht. Und trotzdem tue ich Dudu rein. Also Dudu wird hier auch gar nicht aufgelistet, dass der hier irgendwie mitspielen soll. Das heißt, der ist da als Verstärkung reingetan. Ja, bei mir ist es warm, Entschuldigung. Warum vertraue ich diesen Spielern jetzt nicht, wenn die vorher die ganze Zeit im Tor gestanden haben? Warum muss ich jetzt Dudu da reinsetzen, der gefühlt nur auf der Tribüne sitzt? Und wir haben das Spiel jetzt 1-0 gewonnen, also wir meckern da jetzt auf hohem Niveau. Aber scheinbar das Elfmeterschießen ja nicht. Und wir wundern das jetzt auch so ein bisschen. Also das kann ich nicht nachfinden. Da muss ich den Jungs auch irgendwie vertrauen. Denn Kuiper soll nämlich auch kein Schlechter sein. So, und dann haben wir hier nochmal den Alexander Hock. Höck. Genau, kann man hier nochmal den ganzen Spieler sehen. Ich glaube, es wird auch nochmal interessant werden, wie man denn vielleicht behalten möchte oder vielleicht den man in Zukunft sieht für die Bundesliga und man ihm da eine Chance gibt. Da werden wir vielleicht nochmal außergewöhnlich nochmal ein Video zu machen, denke ich mal. Das wird gleich auch mal interessant werden. Hier gibt es viele, die habe ich gar nicht auf dem Zettel. Schwarz zum Beispiel und Poland. Poland ist auch schon. Okay. Auch schon seit 2017 bei Werder. Lee kann mich auch nicht dran erinnern.
Der ist vor 2 Jahren gekommen. Naja, auf jeden Fall sind hier spannende Leute dabei. Vielleicht schafft der ein oder andere das ja nach oben durchzukommen. Hier Mike Lukawitz, der wahrscheinlich auf jeden Fall. Der schießt ja die Liga auseinander, was es nicht geht. Und Joel hat es ja schon mal geschafft in die erste Mannschaft. Den hatte ich auch mal einmal in der Startaufstellung mit drin. Den finde ich gar nicht mal verkehrt. Also von denen hält man wohl ganz viel. Der wird das auf jeden Fall schaffen. Johann Mina, der ist, ach, der wird auch noch gelistet. Der ist noch bei Bremen, U23. Okay, das wusste ich gar nicht. Habt ihr jetzt auf dem Schirm gehabt, dass der noch da ist? Ich dachte, den haben wir vertickt. Okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das Johann noch da ist. Da schreibt mir mal in den Kommentaren, wer von euch das noch wusste. Ich dachte, der ist damals verkauft worden für ein paar Millionen. Okay, wieder was gelernt in diesem Video. Muss man fairerweise jetzt so sagen. Ja. Das ist, sind eigentlich die Leute der U23 und denen wird jetzt nicht zu 100% vertraut. Schade eigentlich. So, kurioses Schwarztor entscheidet. U23 gewinnt erstes Aufstiegsspiel. Schwarztor. Ich hoffe, dass der Spieler mit dem Nachnamen so gemeint wird. Also, dass das jetzt kein Anspruch ist. Wahrscheinlich erdgeschossen, ne? Ja. Wegen jetzt rassistisch, ne? Der Spielbericht, genau, hier steht es auch nochmal. Der U23, Bremen hat einen großen Schritt in Richtung Regionalliga-Rückkehr gemacht. Vor 2749 Zuschauer im Stadion 11 setzte sich der Werder Bremen ersten Aufstiegsspiel gegen den Hamburger Meister Altenau 93 mit 1-0 durch. Mit den entscheidenden Treffern sorgte ein kurioser Treffer von Ricardo Schwarz im ersten Durchgang. Jawohl. Das ist der junge Bursche. Ja, so, gehen wir mal weiter. Hier ist auch nochmal ein Spielbericht. Wahrscheinlich haben die aber auch nur abgeschrieben. Die U23 von Bremen hat am Sonntagnachmittag einen großen Schritt zum richtigen Regionalliga-Aufstieg gemacht. Das Team von Trainer Christian Brand setzte sich gegen Altenau 93 aus Hamburg mit 1-0 durch. Im Elfmeterschießen unterlagen die Bremer zwar in einem Rückschlag, muss das allerdings nicht sein. Ist es nochmal Altenau gewesen? Ich hätte mir da auch noch was drüber. Okay, U23 gewinnt knapp gegen Altenau 93, haben wir gefunden. Wer der Jüngste im Fokus, Sturmtalent Musan trifft bei den Profis. Genau das wollte ich euch noch erzählt haben. Zur Saisonausklang rücken bei Werder Bremen zwei Jüngster in den Fokus. Salim Suhar traf in zwei Testspielen der Profis, während Leon Opis bei der U23 helfen soll. Also den Junge, den müssen wir uns auch nochmal anmarkern. Da sollten wir auch nochmal ein Video zu machen. Kommen wir nochmal drauf zurück, würde ich so sagen. So, und dann haben wir hier nochmal quasi der Spielbericht. Das ist das, was die Jungs erleben wollen. U23-Cheftrainer Brand in Interview zu den Aufstiegsspielen. In der ersten Bremer Liga hat die U23 die perfekte Saison gespielt. Trotzdem sind die 30 Siege aus 30 Ligaspielen nur die halbe Miete. Um am Ende in der Regionalliga Nord zurückzukehren, dafür müssen die Grün-Weißen in den Aufstiegsrelegationsspielen gegen Altenau 93. Am 26.05. war jetzt und den SV Todesfelde am 2.06. 15 Uhr einen dieser beiden Duelllanden hinter sich lassen. Im Werder.de-Interview gibt Cheftrainer Christian Brandt einen Einblick in die Vorbereitung auf den großen Showdown. Christian Brandt, die Jungs haben eine ganz gute Mischung aus Anspannung und Vorfreude gefunden. So viel anders als zuvor ist das gar nicht. Trotzdem wissen sie natürlich, dass beide Spiele nochmal einen anderen Charakter haben. Naja, okay. Wir werden nichts anders machen. Anders werden weiter versuchen, offensiv zu spielen. Entschuldigung, da kommt jetzt meine Wortfindungsstörung zustande. Deswegen würde ich sagen, lest euch das am besten selber nochmal durch. Feiert so ein bisschen mit, dass ihr die U23 jetzt kurz zum Aufstieg wirklich steht. Weil das hilft da auch mit als Co-Trainer, wie man hier auf dem Foto sieht. Und dann schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das findet, dass wir jetzt ein bisschen mehr die Frauen uns angucken und auch die U23.
auf jeden Fall im nächsten Jahr mehr auf dem Schirm haben werden und da mehr darüber berichten werden. So, schreibt Tipps und Tricks unter dem Video, was ihr gerne besser haben wollt. Wir versuchen das gerne umzusetzen. Ein paar Sachen, die sind halt so, wie sie sind, das kann man nicht ändern. Aber ansonsten denke ich, versuchen wir viel umzusetzen im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten und deswegen komme ich nochmal darauf zurück. Habt ihr das gesehen, dass wir in jedem Video fast einmal erwähnt haben, dass wir ein Buch geschrieben haben und dass wir uns darüber finanzieren? Das meine ich jetzt nicht, ja, für euch doof oder so, um euch die Videos kaputt zu machen oder irgendwas, nur wir finanzieren uns darüber. Da werden wir mal Ausflüge drüber machen oder uns mit Bremen-Sachen mehr, ja, angucken können, Auswärtsfahrten vielleicht machen. Vielleicht haben wir bald Glück, dass wir in Lohne rein dürfen in den Club, wenn die uns aufnehmen. Und ja, das ist leider nur möglich, wenn man gesponsert wird. Ein YouTube-Kanal läuft auch nicht von alleine. Teilt bitte das Video, aktiviert die Glocke, ja, und drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das kann man leider nicht oft genug sagen. Ich weiß, das nervt so ein bisschen. Ist immer schön, wenn es welche gemacht haben, aber das machen nicht alle. Wenn man sich die Klickzahlen mal anguckt, ist noch viel Luft nach oben. Wir brauchen mindestens die ersten 500 Leute, um bestimmte Sachen auf dem Kanal einfach freischalten zu können. So, und teilt das bitte, das Video, gibt es eure Freunden, zeigt es der Mutter, zeigt es der Freundin. Wir haben Damenfußball auf dem Kanal und wir haben auch bald mehr U23 auf dem Kanal. Ansonsten sage ich ciao, ciao, schöne Grüße und ich sag euch das, das ist hier eine Affenhitze. Wie ist bei euch das Wetter? Bei uns soll es heute Abend noch Gewitter geben. Mal gucken, ob das Abkühlung bringt. Ansonsten, ciao, ciao. Bis dann und bis zum nächsten Video.